Ich würde dann nur sagen, legen wir los. Wann immer Sie bereit sind. Gehen wir, bevor die Reaper merken, was wir vorhaben. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung an Saku. Es war schwer herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Feuer! Jawohl, Sir! Johnson, Coates, Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Shepard, ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe. Stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden. Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter, jeder Sohn, jedes Ungeborene. Alle vertrauen ihnen, damit sie siegen und ihre Zukunft sichern. Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper. Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht alleine. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und besiegen ihn gemeinsam. Ich natürlich gerne mit. Weil ich würde sagen, die Ara nimmt schon mit. Und nehme ich Tali nochmal mit? Nee, ich nehme mal die Ara mit. Beauty ja, ist gar nicht so schlecht. Kann ich hier nochmal? Das hier, wo wollen wir das jetzt hin? Das könnte ich nochmal, da könnte ich nochmal Schaden machen. Na, Präzision ist schön. Das ist schon besser.
Mach ich nicht. Alle Kompanien melden. Artilleriekompanien Alpha bis Foxtrot sind unterwegs. Verstanden. Golf bis November übernehmen die rechte Flanke. Rücken vor. Kann ich nicht hier umlangen? Nee. Ja. Nein, die Biotikerin mit haben ist wohl so schlecht. Weiß jemand, wie zum Teufel wir einen Zerstörer mit Panzern ausschalten sollen? Tarnix-Raketen machen verflucht viel Schaden. Wenn Sie es sagen, Schluss jetzt! Sie haben den Admiral gehört. Kein Rückzug. Nee, ich dachte schon. Der Kollege hier ist Sacker, also du musst woanders schlagen. Boah. Also, richtig Krieg, also möchte ich nie miterleben. Nie. Das ist echt heftig. Muss ich lang? Nimm mal lieber das hier. Die ist ganz gut für sowas. Jetzt wie von den großen Dingen, ey. Puh. Naja, ich nehme die hier, ja. Wir werden hier draußen abgeschlachtet, Commander. Komm ja schon. Nur nicht schätzen.
weil ich die Waffe hab. Toll. Ich hab die falsche Waffe. Danke, wir rücken weiter vor. Ach, tote. Okay, kein Problem. Ah, jetzt rücken sie alle vor, okay. Wo lang? Hä? Da hinten. Puh. Ich bin leicht nervös jetzt. Das, Alter! Lass das! Kommt doch schon das nächste. Hier wird es noch mega heftige Kämpfe geben. Anders schön. Rollen bringt nix. Ich treffe dich trotzdem. Hier, Kompanie Echo. Wir haben nicht genug Platz, um die Panzer zu manövrieren. Dann zurück, falls nötig. Aber finden Sie so schnell wie möglich einen anderen Weg. Bestätige. Das ist keine Positionsangabe, Soldat. Was? Oh Gott. Wo ist der andere? Seh dich! Wo ist das jetzt? Wir werden gerade in die Granate. Nehmen wir die Tür. Der Zerstörer hat uns entdeckt. Wir machen die Tanix-Raketen schussbereit. Nicht feuern. Sie machen ihn nur wütend. Verstanden. Aber wir haben vielleicht keine Wahl. Verstanden. Oh, Garrus. Killklauer, ey. So elende Killklauer. Was ist schlimm mit dem? Der Zerstörer hat gerade die Hälfte unserer Kompanie ausradiert. Feuern verbliebene Raketen auf. Damit eine Wirkung. Negativ. Zielsuchsystem funktioniert nicht. Irgendwas stört da. Wir sind fast bei Ihnen. Also halten Sie durch. Das ist schön drüber geswitcht. Hier gibt's einen Shop. Ich kann aber da nichts kaufen. Kann man nachladen? Natürlich. Was? Nein. Ach,
Will ich gar nicht. Wird gemacht. So. Was? Ich war hier! Wie sollen wir dieses Ding bloß ausschalten? Wir warten, bis es ganz nah ist. Und feuern dann mit allem, was wir haben. Unsere Systeme sind gestört. Verstanden, unsere Techniker sind dabei. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Strahl zu tun. Noch mehr? Nein. Super. Super Granaten oder so? Nee, ne? Die hier. Wow. Lauf, 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 lauf. Hier ist nix. Sicherheitsmemo ICS. Ja, keine Verdienste. Ah, Granaten sind oder voll, das ist gut. Oh, was kommt jetzt? Oh, hätte ich speichern können. Verdammt. Schalten Sie sie aus, ganz egal wie. Alle Einheiten, Feuer frei! Wow. Ob das klappt mit so kleinen Waffen, Leute? Abgang, haut ab, haut ab, haut ab. Wir brauchen Verstärkung auf. Nein. Lauf, lauf, lauf. Oder hinten gerade oder was? Ah, hier sind die Raketen. Hey! Da ist die Artillerie. Aber die Kompanie wurde ausgelöscht. Commander, hören Sie mich? Major, wie ist die Lage? Der Strahl stört das Raketenzielsuchsystem. Wir treffen den Zerstörer, aber niemals mit der nötigen Präzision, um ihn auszuschalten. Verdammt. Edi, hören Sie mich? Jawohl, Commander. Irgendwelche Vorschläge? Ich könnte die Systeme der Normandy verwenden, um die Zielsuche der Raketen zu verbessern. Ausgezeichnet. Sie müssen einen Link von den Raketensystemen zur Normandy öffnen. Wird gemacht. Ah, das soll ich von dem da ausmachen, na gut. Ich dachte, ich nehme den jetzt hier, weil ich den Beta aktivieren muss irgendwie. Ich ahne das nämlich schon. Das war's. Ich sage Bescheid, wenn ich die Zielerfassung angepasst habe. Das hört sich gut an. Ich würde sagen, wir hopsen mal hier rein, Freunde. Die Reaper-Bodentruppen machen einen Vorstoß. Stellung halten und die Panzer beschützen, bis wir zum
machen. Da sind sie. Schießt der gleich? Bin schon dabei. Oh Gott. Hey, Gareth, 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 halt euch, ich seh nix! Ach, Mist! Nein, hat er nicht. Was ist passiert? Der Reaper ist noch zu nah an dem Strahl. Wir haben nur noch zwei Raketen. Und wir haben nicht mal eine Delle gemacht. Der Reaper muss aus dem Einflussbereich des Strahls raus. Und näher zu uns. Commander, Hammer wird überall überarmt. Reaper-Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Wir kämpfen uns zu ihnen durch. Halten Sie durch, Commander. Halten Sie durch. Bei der Göttin. Oh. Noch mehr? Durchhalten. Ist noch genug Muni? Schaffen wir schon. Ich weiß, wo wir Deckung gehen. Ich hab da. Wir gehen mal. So. Wo sind sie? Ach, glaube, es ist hier gut.
Viel zu weit. Schon hier. Gott. Hallo, lad nach. Ist auch weg. Oh, lad noch. Der ist weg. Der ist weg. Hab keine Muni mehr. Ich brauch Muni. Ich brauch eine andere Waffe, ey. Hallo? Ah, er hat noch. Zerstörer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Ja, ich mach gleich. Ich seh nix. Ist er hier? La 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 la, ich bin gar nicht da, ihr seht mich nicht. Schießt ihn weg. Es wird schlimmer. Aber natürlich. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Na toll. Dadurch kann Hackett den Tigel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt. Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe. Herausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut. Dann alle Abmarsch.
Geben Sie mir Admiral Hackett. Wie kommen wir jetzt dahin? Ah, okay. Direkter Weg. Siegel. Jetzt oder nie, Admiral. Es geht los. Bestätige. Ich gebe den Befehl. An alle Schiffe. Hier ist Admiral Hackett. Tigel ist unterwegs. Ich wiederhole. Tigel ist unterwegs. Um jeden Preis beschützen. An alle. Jetzt geht's. Staffeln, Reaper aufhalten, die das Gefecht verlassen. Wir müssen Hammer mehr Zeit geben. Oh Gott. Oh Gott. Guck mal, viele. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahl. Ein direkter Weg, auf dem die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Ist das alles? Wir wussten, dass das ein Wabonspiel ist. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Niemals bin ich aufgestanden? Ach doch. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Wow. Scheiße. Da ist er schon. Nein. Nein. Oh, dieses Geräusch. So geil. Oh Gott. Einfach vor, oder was? Na, 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 ich bin gar nicht da. Ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht. Ihr trefft mich nicht. Okay, okay, das war knapp, ich geb's zu. Wohin schießt er? Wohin schießt er? Er schießt zu oft, das ist voll unfair. Wie sie alle versuchen, dorthin zu kommen, ne? Zu dem Strahl, ey. Kann ich eigentlich speichern? War ja klar. Was? Nein! Lauf, 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 lauf! Wow! Oh Gott, denen geht's gut. Nee, hä? Naja. Gareth und Liara. Nein. Ich schicke euch zur Hölle. Ausgelöscht. Das ist zu viel. Wir müssen uns sammeln. Zurück zu den Gebäuden.
Moment.